Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so ein kleines Achievement-Guide-Video präsentieren. Beziehungsweise Achievement ist vielleicht nicht 100% die richtige, es geht um eine Heldentat. Und diese Heldentat ist hidden, also die sehen wir wie die allermeisten Heldentaten erst dann, wenn wir sie absolviert haben. Die Heldentat schimpft sich alles Schnuppe und dafür müssen wir Folgendes machen. Fangt 100 Sternschnuppen mit dem Winterhauchgeschenk des Jahres 2022, dem Sternschnuppenfänger. Und das sagt eigentlich schon ziemlich viel hier aus. Wir brauchen das Winterhauchgeschenk aus dem Jahr 2022. Das habe ich euch schon in einem Toy Guide gezeigt. Um es vielleicht kurz zusammenzufassen, naja, ihr müsst warten, bis das Winterhauch-Event ist. Das ist ja mittlerweile, hat schon angefangen. Dann auf dem 25. Ab dem Zeitpunkt könnt ihr nämlich die Geschenke aufmachen. Unter dem Baum in EF, also in Eisenschmiede, oder in Okrimar als Hortler. Und ja, da gibt es dann zwei Geschenke raus, die neu sind. Und zwar heißen die beides was mit Sternschnuppe. Da haben wir es. Und zwar gibt es da einmal den Sternschnuppenfänger und den Sternschnuppenschleuderer. Und wie läuft das? Naja, ihr müsst mit dem Char, wo ihr das Achievement haben wollt, den Sternschnuppenfänger anmachen. Dann kriegt ihr hier oben den Buff drauf. Und dann braucht ihr irgendjemand anderen oder ihr habt einen zweiten Account wie ich, der das andere Tor aktiviert, und zwar Sternschnuppenschleuderer. Wenn wir das aktivieren, kriegen wir auch einen Buff, wie ihr seht. Und dann können wir uns das einmal am besten in die Leiste ziehen und können das aktivieren und schmeißen dann einfach hier so einen Stern drauf. Der andere Spieler kriegt dann einen Buff, der hochstackt, und wir müssen das 100 Mal machen. Ihr seht, das hat immer eine kurze Abklingzeit. Das Ding ist, der Buff backt ein bisschen, bei 3 verschwindet der einmal und dann geht es quasi wieder von vorne los. Lasst euch da nicht beirren, es funktioniert. Ihr müsst einfach das 100 Mal draufwerfen. Ihr könnt es wahrscheinlich auch mit mehreren Leuten gleichzeitig machen. Und ja, wenn ihr das 100 Mal gemacht habt, kriegt ihr die Heldentat. Die bringt keine Punkte, das ist bloß just for fun quasi mit dabei. Aber wer das haben will, weiß jetzt, wie es funktioniert. Und ja, that's it. Mehr ist es tatsächlich nicht. Viel Spaß beim Nachfarmen. Und ja, dann verabschiede ich mich an der Stelle. Euer Tela. Bis zum nächsten Mal. Ciao.